Das Afrika-Panorama ist die zentrale Anlage im Zoo, hat 3 Hektar, besteht aus 3 einzelnen getrennten Gehegen. Die Afrika-Anlage gibt es seit 1985, ist von der Stadt hauptsächlich finanziert worden anlässlich des 2000. Geburtstags der Stadt Augsburg. Und seit 2008 haben wir jetzt auch endlich die Breitmaulnashörner drauf. Wir haben eine Herde von insgesamt 4 Tieren auf der Anlage und das ist einfach eine Sache, die ich total toll finde, weil die eben schon den Eindruck von Afrika vermitteln. Der Zoo ist natürlich sehr interessant immer für Kinder und Jugendliche. Wir haben einen sehr schönen Spielplatz, ganz wichtig für die Familien. Und wir haben seit einigen Jahren auch eine sehr gute Zooschule mit sehr vielen Zoo-Scouts, wie man sagt, die Führungen machen. Und natürlich ist jetzt in den Wochen vor den Ferien sind die Ausflüge angesagt, sind verschiedene Exkursionen angesagt, wo eben sehr viele Schulklassen hier sind. Also wir als Augsburger Zoo bemühen uns natürlich, unseren Besuchern immer wieder was Neues zu bieten. Das letzte Bauvorhaben ist jetzt fertiggestellt und seit wenigen Wochen geöffnet, die begehbare Vogelvoliere. Das passt ganz hervorragend zu dem Schwerpunktthema des Augsburger Zoos, nämlich Wasser. Wir haben hier sowohl einen Uferbereich mit sogenannten Wartvögeln, wir haben aber auch einen Waldbereich mit baumlebenden Vögeln, unter anderem Wiedehopf. Ein neues Highlight im Augsburger Zoo.